Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Ich sehe noch ganz zerstört aus vom Schlafen, weil ich eben erst aufgestanden bin. Es ist kurz vor 8 und noch unfassbar dunkel irgendwie. Ich stehe jetzt direkt am Fenster vorm Sonnenaufgang und mit Blick auf die Straße, die komplett überfüllt ist von Autos, ey. Ja, ich habe jetzt sehr spontan angefangen zu vloggen, weil heute so ein etwas produktiverer Vormittag hier stattfinden soll. Also ich mache ganz viele verschiedene kleine Aufgaben, die irgendwie so angefallen sind über die Woche und wir fahren übers Wochenende weg. Deswegen dachte ich, das wäre jetzt mal so die perfekte Gelegenheit, um euch mal einen produktiven Vormittag zu zeigen, wenn ich keine Uni mache. Und wie das dann so bei mir aussieht, was ich alles so erledige. Und deswegen starten wir jetzt direkt los. Wie gesagt, 8 Uhr morgens und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Good afternoon to you. Well, despite the fact that temperatures today are far higher than they've been for some considerable time in many parts of the country, we're certainly not out of the woods yet. It does look as if very gradually in the next day or so it's going to turn cold again. And indeed, bad news, I'm afraid. Heard you were walking around Hempstead Heath. Well, I was out in Camden Town. You got your life all planned. And I'm just trying to sort the day. You got yourself some new friends. Heard they ain't that kind. Komm, aber letztendlich ist es so. So I just pretend as I leave this place again that this just wasn't our time. When our friends talk about you, it's hard to drown them out. Cause borrowing your dreams has left me lonely now. And I lost a part of myself that's begging to be found. So I say thank you for the Sunday paper. I step outside, take the news and go back in. I step outside, take the news and go back in. Mittlerweile wird's ja auch etwas heller. Ich mache morgens immer erstmal so ein bisschen Haushalt und aufräumen, was halt so anfällt. Gerade abends sind wir meistens viel zu faul, unsere Teller noch irgendwie in die Spüle zu stellen oder in den Geschirrspüler zu räumen. Und dann stehen hier immer noch die Kochtöpfe rum oder irgendwelcher Müll. Und das mache ich immer erstmal morgens weg, damit ich mich selber wieder wohlfühle in der Küche. Und jetzt gehe ich erstmal flott duschen und gehe danach ein paar andere Aufgaben an. She doesn't like the mother types. She likes, yeah. This line's so smooth you could cut them with a butter knife. So it's message on message, bending her presence like heaven. Hoping that she feels the same. Strong 10, light 11. Blessing my retina's getting excited to call you babe. Looking fresh to death, but I feel alive. I send a text to some girl online. I think this off my chest, she's been on my mind. Think we could get it right, we could get it right this time. We could get it right, we could get it right this time. Yeah, yeah. Hey, what's goody? I think you stole my heart, maybe you can steal my hoodie. Right from the start, I could tell that you're different. That's my perspective, my vision, the message is sent. You fell from heaven, but ain't got a dent. Triple that 7, I'm lucky to know you. You got me letting each one of my friends know about you. Looking fresh to death, but I feel alive. I send a text to some girl online. I think this off my chest, she been on my mind. Think we can get it right. You, I need you, looking fresh to death, but I feel alive.
Wie ihr seht, bin ich jetzt fertig gemacht und werde jetzt erstmal ins Büro gehen und mich ein bisschen mit den Aufgaben auseinandersetzen, die ich heute am Laptop machen möchte. Mein Video habe ich ja jetzt morgens schon hochgeladen, das ist jetzt schon fertig. Deswegen kann ich da jetzt ganz entspannt auf das Thumbnail und die Infobox machen. Dann muss ich noch was abklären, dadurch, dass ich ja ein neues Konto habe in Hannover hier. Muss ich schauen, ob diese Kontodaten übernommen wurden für Netflix, Amazon etc. Ein paar Sachen habe ich ja heute schon geschafft. Ich glaube, das wird ein relativ entspannter Morgen. Und mit ein bisschen Glück habe ich dann sogar noch mal eine Stunde Zeit, um zu lesen. Ich kam die ganze Woche irgendwie nicht zum Lesen, weil ich die ganze Woche irgendwie nur zwischen Arbeit und YouTube gehangen habe. Also freilich ist das auch schön und macht mir auch Spaß. Aber es ist halt schon so, dass man dann irgendwie keine Freizeit in dem Sinne hat. YouTube ist zwar auch irgendwo... Jetzt habe ich meinen Regenschirm hier runtergeworfen. YouTube ist zwar auch irgendwo natürlich mein Hobby, aber es ist eben auch mit viel Arbeit verbunden. Und auch wenn es mir super viel Spaß macht, kann ich dann halt in dem Moment, in dem ich so viel produziere, nicht wirklich was anderes machen und opfer dafür, wie gesagt, Freizeit, die dann fürs Lesen zum Beispiel verwendet wird. Deswegen hatte ich diese Woche noch nicht so wirklich Zeit zum Lesen. Aber ich habe gerade auch irgendwie nicht so die Bücher, die ich gerne lesen würde. Leider. Das finde ich ultra schade, weil ich möchte weiterhin gerne so Fantasy, Mystery, sowas in die Richtung lesen. Und ich habe so viele Bücher im Kopf, die ich gerne lesen würde, aber die habe ich alle nicht. Und auf meinem Sub ist fast nur New Adult. Deswegen, we will see. Ich lese gerade eigentlich den dritten Band von Grisha und die Therapie von Fitzek. Deswegen eigentlich zwei gute Bücher. Und ich werde beide auch übers Wochenende mal mit zu meinen Eltern und Schwiegereltern nehmen. Ja, das steht nämlich heute an. Wir fahren dann heute Nachmittag nämlich los. Im letzten Vlog hatte ich das schon mal mit angerissen. Und da freue ich mich total doll drauf, weil ich jetzt tatsächlich schon seit ungefähr anderthalb Monaten nicht mehr in Thüringen war. Und das ist halt einfach meine Heimat. Und wir gehen auch morgen auf den Geburtstag und ich will Freunde treffen. Wir fahren heute auch bei meinen Großeltern rum. Also ich denke, das wird ein total cooles Wochenende. Und jetzt geht's an den Schreibtisch. No matter how our lives will be, I'll tell you, I won't tell you to leave. Yeah, I'll keep on standing here, I'm hopeful, so hopeful, dear. Yeah, it's true, I'm falling. Video für Sonntag ist fertig. Perfekt, das ist auf jeden Fall immer so die größte Aufgabe. Aber ich habe trotzdem heute noch einiges zu tun, was mit YouTube zu tun hat. Und zwar bearbeite ich jetzt gerade eine Kooperation. Da muss ich mir ein paar Links raussuchen und muss nochmal alles ein bisschen genauer nachlesen und abklären, um sicher zu gehen, dass das auch alles in Ordnung geht. Aber ich habe so Lust auf diese Kooperation, weil das eine richtig coole Marke ist. Ich darf euch da jetzt nichts zeigen oder sagen, aber für den Fall, dass die Kooperation zustande kommt, seht ihr es ja bald in einem weiteren Video. Und deswegen schaue ich jetzt erstmal hier, was ich so Schönes finde. Und ja, ich freue mich einfach schon total drauf. Ich hoffe, es klappt. Tatsächlich hat Tim mich gerade eben angerufen, dass er jetzt schon Schluss hat, was voll gut ist, weil dann können wir nämlich auch ein bisschen früher losfahren. Dafür werde ich jetzt aber nicht mehr alle Aufgaben schaffen. Also ich werde jetzt fix den Rucksack einpacken. Da kann ich gleich die Wäsche nämlich gerade zusammengelegt habe. Und ja, wir sind dann noch was Wochenende weg, da braucht man nicht so viel. Und naja, Küche putzen ist dann heute wahrscheinlich das, was nicht mehr gemacht wird, weil sonst ist meine To-Do-List ja recht gut abgehakt. Also, es muss dann noch der Müll mit raus, den können wir ja dann gleich mit runternehmen. Ja, Bodenputzen schaffe ich nicht mehr und Tasche kann ich jetzt packen und ansonsten gibt es nur noch fix was zu essen, bevor wir losfahren. Wird wahrscheinlich auf ein Sandwich hinauslaufen, das geht jetzt am schnellsten, dann muss ich auch nichts kochen und ja, ich weiß gar nicht, sonst haben wir glaube ich eh nichts wirklich da, was wir sonst dafür nehmen könnten. Deswegen würde ich sagen, ich packe jetzt erstmal meine Tasche zusammen.